Ja! Hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo, unterscheidet den echten. Hi. Leute, hört auf! So. Schön. Wo wollen wir überhaupt landen, Alter? Ja, das machen wir mal. Ich habe übrigens gedacht. Zwei Shop. Nee, Dreier-Shop. Nee. Du kannst bei dem Dreier-Shop nicht landen. Das kannst du vergessen. Wenn du da landest, landest du und dann schießt dir direkt ein Bot in die Fresse. Also ich bin da gut durchgekommen, aber ihr Penner seid gestorben. Das sind ja richtig viele Bots, ne, die das bewachen, oder wie ist das? Ja, ganz viele Bots. Und die sind stärker als Bots im Casual, weil die direkt instant schießen und dich auch treffen. Und die roam umher. Hab ich voll vergessen, Alter. Die Cedric? Killen dich, richtig. Ja. Ich dachte übrigens, dieses Sam im Himmel, dass das irgendwie so ein Falkenkopf ist. Quasi ein weißer Kopf und da guckt der Schnabel nach vorne. Aber es ist ein Engel. Oder ein Brautkleid? Ich bin gerade richtig blind, was ist das? Ich glaube, das ist ein Mann im Spa gelandet? Oder so. Neben uns sind super viele. Wir müssen uns bitte mal versammeln. Ja, ich habe eine JS 9. Voll Karabiner. Ich habe auch JS 9. Ich habe eine Spritze, die muss ich mal kurz nehmen für die Mission. Wichtig. Und richtig. Ich habe hier noch eine JS 9, wenn jemand braucht. Habe ich schon. Niemand ich bräuchte. Dann komm zu mir. Hier ist ein Ace. Aber wenn du JS 9 hast, dann... Wir kommen rein. Wahrscheinlich nimmst du nichts an. Oh! Mann, geh in die Tür rein! Oh, fick dich! Hier, ich hab das mitgenommen. Was, Bruder! So. Yeah. Hier ist ein Ace. Mal hier, aber Muni bitte auch. Wieso gibt der die nicht? Warte mal. Da vorne ist gerade einer reingerannt. Muss kurz Pillen schlucken. Ich glaube, in dem Haus da vorne ist auch einer rechts von uns. Oh, geil, dann kann ich jetzt ein bisschen snipen mit der Ace. Vierfach. Das ist sehr gut. Ich gehe mal nach hinten. Stefan? Ich höre hier gerade jemanden. Wer ist hier reingelaufen? Hallo? Früchte-Tabak? Da war wer drin, die mal. Ah. Ich werde die ganze Zeit beschossen, Mann. Ach, du bist das ja, die meint. Fuck, da vorne. Es juckt! Ah! Nase! Rassier dein Bart! Hier überall. Da ist blaue Smoke, oh mein. Nee, Maus! Hab ihn! Ah! Oh, noch einer dort! Alter, der ballert einfach komplett rein. Insta-Headshot mit. Da, wo ich markiert habe, Stefan. Ich hab ein Problem, ich ersauf. Praise, Leute, praise. Betet, dass Stefan die Scheiße macht jetzt. Mann! Cool, okay. Naja, ich bin halt ungläubig, ne? Was soll da rauskommen, Alter? Das ist... Ja, Stefan hat halt nicht den Herrn Himmel angeguckt, so. Ungläubig oder aus der Kirche ausgetreten. Was soll denn da passieren, ne? Also. Ah. Also, come on. Der Dude, der mich anguckt, gibt mir einen AK-Headshot und ich sterbe instant? Das ist natürlich Schwachsinn. Hast du keinen Helm? Nein, da war. Dann bist du instant bitte, AK. Ja, das weiß ich auch, deswegen ist es ja scheiße. Gut, ja, vielleicht, wenn man keinen Helm hat, nicht direkt in das Haus reingehen, wo hier schon mal jemand drin war, sondern vielleicht erstmal dahin, wo keine Leute sind und dann. Nein, ich. Also sag's mal so, du wurdest gedownt und ich habe direkt reagiert, aber da kamen von beiden Seiten gleichzeitig welche. Nee, aber als du aus meinem Haus wieder zurück. Ja, das war ja kein Problem. Nee, aber ich sehe da kein Problem. Doch, weil ich habe da eben noch davor gesagt, genau da, wo du reingerannt bist, war eben jemand. Also du bist ja, aber da war ja. Ist ja okay, da war ja keiner. War ja keiner. Was ist aber, wenn da noch einer gewesen wäre? Hättest du genauso einen Header gekriegt. Der guck mir fett in die Augen und halt dein Maul. Da war keiner. Tief gucke die. Oh Mann, ich kann nicht mehr Deutsch. Digi, ich sag ja auch nicht, dass auch nicht. Das nicht so, dass da jetzt einer war. Das ist natürlich Fakt, da war keiner. Aber ich sag, was in der Situation vielleicht besser, mal dahin gehen, wo keiner ist, um da weiter zu looten und vielleicht besseres Glück zu haben, ne? Oh, hier steht jemand. Ja, das stimmt wohl, aber. Nee, ich hatte keine. Darauf können wir uns einigen, ja. Du hast keine Helm. Darauf einen Klatscher für Dima. So. finde ich gut. Ja, das klappt einfach immer so. Gib mal Dima einen Klatscher, weißt du, mal richtig schön. Ah.
Aber ah. Thomas Ehrenmann, er reagiert sofort. Der war tief. Der war tief. Ja. Okay, lass mal wieder hier auf die Dächer gehen. Was? Oh, wie ist denn das? Hast du deine Arschbacken tanzen lassen oder was ist hier los? Machst du das mit den Händen? Nö. Wie machst du das mit dem Mund? Beatbox auf Wunsch bestellt. Natürlich meine ich das mit den Händen. Aber ich kenne mich ja, wenn ich das mit den Händen mache, kommt der Gegner um die Ecke, weil er weiß, dass ich jetzt gerade klatsche. Oder ich mich am Sack packe. Auf jeden Fall habe ich die Maus nicht. Die Hand nicht an der Maus. Du hast immer so bestimmte Symbole über deinem Kopf. Oder immer, wenn du am Sack. Fasst dich gerade an den Sack schnell. Ja, ist so ein Symbol für, er fässt dich gerade an den Sack. Schnell jetzt. Jetzt muss schnell. Fasst dich gerade an den Sack. Zugriff. Ey. Aber auf unserem Dach war keiner. Sag das jetzt. Warte, pass auf. Ich lebe noch. Krass. Das ist der Beweis, hier ist überhaupt keiner. Ja, die muss noch eine Waffe nehmen, die hat noch keine Waffe. Da landet sonst noch jemand im Norden. Ja, Opfer. Wer landet denn jetzt noch? Pff. Amateure. Die sind noch nicht so Pros wie wir. Ja, wir sind Ultra-Pros, Digga. Oder? Ah, 24. Hm. Ja. Wo ist er denn gelandet, der Klon? Machen wir mal so. Irgendwo hier im Norden gewesen. Machen wir mal den. Oh Mann, Dima! Ich will nicht vom Dach fallen! Blendet mich an der Kante, ey. Spontane Selbstentzündung, I'm sorry. Ja, ich sehe den nicht. Komm schon. Ah. So bitter. Spielen wir die M16, mal sehen. Das ist ein toller Stier oder eine Kuh oder ein Ochse, keine Ahnung. What? Ja, so ein bisschen Kultur hier im Haus, ne? Kuh. Hm. Boah, machst du Drohne, Stefan? Das wäre so schön. Ich vermisse die voll. Der einzigste Job von einem weggenommen von Stefan. Pachi, fick dich mal. Ja. Patent anmelden, okay? Einmal, wo er will, wo man useless war, useful war. Einmal, wo er useless war. Wo in der Richtung ist jemand? Nein. Wo? In welche Richtung? Norden. Wo weißt du das? Kannst du den riechen? Der late gelandet ist. Ich dachte, der hat jetzt gerade wieder so ein Symbol über seinem Kopf. Der packt sich gerade an den Sack und da hast du gedacht, ey. Das hat nur Dima. Ich glaube, ich springe runter. Das Leben ist los! Sollen wir testen? Okay. Ich lebe noch. Stefan, fang mich! Stefan! Gegen die Wand geklatscht, ich bin tot. Nee, du lebst doch noch. Frech. TK. Einfach dreist gelogen, er lebt einfach noch. Ehrenlos, er schießt ihn jetzt. Ist ja ehrenlos. Du hast gecallt, du stirbst! Du hast gecallt, du stirbst! Das ist eine dumme Kage schon wieder. Oh, geil, VSS. Oh mein Gott, endlich. Alter. Oh, geil, nehme ich sofort, geil. Digga. Oh, und jetzt noch das so. Das, oh mein Gott, baller doch nicht. Einfach, wie ich die Hand schon wieder wegnehme, ey. Wenn jemand feuert, erstmal die Hände von der Tastatur. Ja, ich hab grad Dokkan offen. Ich muss so ein paar Missionen machen. Digga, schmissen. Ich muss Mission noch machen. Oh, irgendwie sterbe ich die ganze Übrigens, Zeit. Übrigens, Cedric, die Missionen sind krank. Ich hab schon fast 400 Stones. Fuck! 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 Ich hab's nicht geschafft aufs Dach. Ja. Ich hab heute nur Dailies gemacht und Stamina aufgebraucht. Ja, ich mach grad noch Fresh die Mission. Fresh. Ich weiß halt nicht, welche du meinst, weil es kam jetzt, glaube ich. Ja, alle neun. Alle neun. Ja, nehme ich. Alle. Dann gönn dir. Nicht ich gönn mich verstreichen lassen, ne? Das ist bald. M24. Habe ich schon. Muss ich Daniel sagen. MP9. Habe ich. Chill nochmal, Stefan. Kann ich aber selber mitnehmen, ich Idiot. Du pinkst immer die ganze Zeit das, was du selber nimmst. MP9. Ja. Nehme ich. Okay, danke. Hatten wir ja auch schon mal, oder? So. Vielfach. Für mich. Cool, danke. Deine Coins sind immer die besten. Ich war gerade der Pufferfisch. Ich habe ja noch eine Kara.
Junge, Stefan, pass auf, fang mich. Ja, ich fang dich. Oh Gott. Guck. Komm her. Nein, nicht runterfallen. Oh Gott, wie knapp war das, Alter. Kurz vom Boden erstmal. Ja, das ist das Beste, weil da kriegst du keinen Fall-Damage. Auch im echten Leben klappt das, ne? Ja, genau. Fallschirmspringer immer kurz vom Boden, dann habt ihr keinen Fall-Damage. Ja, das ist, macht das am besten mit euren Freunden, wie bei Family Guy. Der Letzte, der Reißleine zieht, kriegt 20 Euro. Macht das nicht nach, Kinder. Wirklich nicht. Geht nicht falsch am Springen. Macht das erst, wenn ihr über 18 genau, seid das, und das mindestens 60 IQ-Punkte habt. Ey, würdet ihr jemals falsch am Springen? Oh, ich würde das niemals machen. Ohne Scheiß. Oh, fuck. Niemals. Oh Scheiß. Fuck. Ich hätte oh mein Gott. Davor, aber ich glaube ja. Echt? Alter, ich bin gerade fast gestorben, aber ich würde. Also, wenn mir 1000 Euro anbieten würde, wenn ich springen würde, würde ich es, glaube ich, mir so machen. Ich höre jemanden. Achtung, Süden. Nee, das ist Dima. Hallo. Junge. Mal kurz hier ein bisschen die Leute hier wachrütteln, ne? Ja, seid alle wach, mir mal wieder am Sack. Hör auf Scheiße zu labern. Ich lebe noch. Aber ich hätte einfach viel zu Angst, einfach für die unwahrscheinliche Situation. Ja, das ist das. Dass der Fallschirm einfach, ja, sorry. Aber du kannst auch gleichzeitig sagen, yo, wenn die beide Reißleinen, Normalfallschirm und Notfallfallschirm, wenn die beide nicht zünden, kannst du einfach sagen, geil, einfach musst du kurz in der Luft anrufen, sagen, yo, ich würde gern Lotto spielen. Dann. Du weißt aber, du weißt aber schon, dass die Chance, dass beide Reißleinen reißen und du dann den Lotto gewinnen machst, deutlich niedriger ist, als wenn du nur eins von beiden schaffst, ne? Aber man kann es ja versuchen, so. Ne? Ich du hast ja nur eine Chance. Ich würde es versuchen. Die Chance ist dann noch mal ein Vielfaches niedriger. Also das macht wahrscheinlich wird da einfach nur die Leitung belegt sein. Und so, ja, toll. Ja, aber einfach abrollen, oder? Dann kriegst du keinen Volldamage. Ja, genau. C gedrückt halten und dann rollst du dich ab. Ja, die Judo-Rolle machen, wo man, ne? Das ist wie bei Witcher 3, Alter. Da war das auch am Anfang so, dass jeder Kleinste so einen Meter Fallen einfach dich getötet hat. Das. Bis dann irgendwie alle rausgefunden haben. Da hat wer geschossen? Nein, nichts gehört. Okay, gut. Das war nur Quietschen vom Reifen. Bis dann alle rausgefunden haben, dass man gedrückt halten kann oder so und dann rollt er sich ab und dann macht er wenig Damage. Lull. Das hat niemand gewusst. Ja, und alle sind mal gestorben. Bis sie dann irgendwann den Damage ein bisschen angepasst haben, sodass man vielleicht nicht durch 2 Meter oder 1 Meter einfach stirbt. Ja, das ist halt irgendwie dämlich. Dann fühle ich mich ein bisschen vom Spiel verarscht. So, ja, Digga, ich wäre nicht gestorben. Warum stirbt mein Charakter gerade? Digga, das ist ein Mutant. Ja. Der hat Kräfte. Der ist ein Hexer. Digga. Wieso stirbt der, wenn er 2 Meter runterfällt? Seine einzige Schwäche ist Fall Damage. Ja. Links. Okay, ja, dann geh ich da rein, ne? Links, let's go. Call is call. Ey, boy. Das habe ich nicht gesagt. Kaputt gemacht. Schön, dass es gerade geleckt hat. Stefan, das war ein richtiges. Oh ja. Dieser A-Moment. Wissen. Also, das war ein richtiges A-Moment. Der A-Moment kommt tatsächlich. Oh, Granate Südwesten. Ist das die Arena? Ah, das ist die Arena. Ja, moin. Der hat explodiert so ein bisschen. Lass mal hingehen. Ist bestimmt witzig da drin. Ja, ich gehe vor. Ja, alles klar. Wir werden jetzt der Wichser. Ich stelle doch jetzt einfach, bevor wir irgendwen anschießen, oder? Nö, ich mach auf Sneaky. Muss ich mal Voice Chat anmachen und sagen, ey, Spacken. Oh, Penis, Alter. Nicht klatschen, lieber, nicht klatschen! Warte. Nicht an Sack jetzt. Oh. Nicht jetzt! Nicht jetzt! Warte, der juckt immer in der richtigen Situation, Mensch. Genau die richtige Situation. Gibt's eine richtige Situation, wo dein Sack jucken kann? Ja. Oh, hier ist jemand gestorben. Das war am Anfang. Hier ist noch jemand gestorben. Digga. Das Paintball-Game hier, ey. Oh, mein Auge juckt. Auf einmal juckt alles. Close vor uns, Schritte. Oh, hier sind sehr viele Leichen. Ich glaube, wir kämpfen hier immer noch von Anfang an. Never ending battle. Ja. Störseller Pack, nein. Da ist Rauch. Ich habe keine Granaten. Also ich hinterm Heu. Direkt hier hinter uns. Ich gehe eine Position höher. Ich schleiche ein bisschen.
Da, in dem Eingang. Ja. Ich werfe eine Granate rein. DMG bekommen. Ich heile mich kurz. Ah, oh, fuck. Aha, ja, perfekt. Zwei Leute da hinten. Einer ist down. Ja, der hat mich gar nicht getroffen gerade. Beide tot, oder was? Nee, einer noch. Ich werfe eine Granate rüber. Weil ich habe einen Also ich habe instant gekillt, ne? Den zweiten. Ah, du hast den zweiten gekillt? Okay, dann waren die beide weg, ja. Aber in dem Haus hier ist immer noch einer. Der ist immer noch übrig. Rauchgranaten, endlich. Falls jemand Benzinkanister findet, ne? Ich muss noch einen Benzinkanister nachfüllen. Okay. Der hat einen Blutstrip-Transmitter, nehme ich mal mit. Das ist cool. Das ist geil. Ja. Aber keiner hat Benzin dabei. Molly nehme ich mal mit. Hier ist Benzin. Ich nehme es mit. Ist der hier oben drin? Oder? Oh, der hat einen neuen Helm. Was? 90 Watt. Es wird noch watter. Oh mein Gott, hier liegt noch eine Leiche. Sag mal, wie viele liegen hier? Das ist eine Katastrophe, was hier passiert ist. Ja. Aus der Hütte? Aus der Scheune? Ja. Langsam, nicht rennen. Tauschgranate. Ah, von 175. Da oben im Fenster. Ist du safe? Ja, ich bin safe. Hä? Alles klar, der war rechts im Fenster jetzt. Yo, oh Gott, Dima, oh Gott, Dima! Fuck! Oben die beiden Fenster. Ich hab leider keine Medikits, ich muss gerade mit Verbänden mich pushen. Nein! Wie? Ich hab ihn im selben Moment gekillt. Ach, Spielzone hat ihn gekillt. Leck mich doch am Sack. Ja, ich hab den gemacht. Auf einmal kam der. Krabbelt der noch? Nein, der ist tot. Okay, ja. Achso, ja, sorry, aber das kam, ne? Spielzone hat ihn gemacht, ja, das ist, ne? Spielzone. Das ist halt noch nicht aussagekräftig. Kann mir jemand gleich nochmal ein Medikit droppen, erste? Ja, safe. Aber erstmal heilen sie Stefan. Oh, bitte? Stefan hat gekackt. Und hier ist ein Benzinkanister. Junge, der hat ja alles dabei, der Bo. Danke, Bre. SpongeBoy. SpongeBoy. Ah, der SpongeBoy. SpongeBoy. Gibt's davon eine Fortsetzung eigentlich? Weiß ich nicht. Boah. Wenn man trotzdem wieder gedittet werden muss, dann ja. You did me, boy. Nice, hier ist ein Achtfach für jemanden. Hab ich schon. M24. Ja, nehme ich M24. Scheiß auf die VSS, ich Alter. Hier ist ein Cypher. Das ist nur ein Trollpick, Alter. Okay, hier sind gute Sachen drin. Ja, Munition wäre auch ganz, ganz nice. Auch wieder nix dabei. Digga, die alle mal mit ihrer AUG und M4, Digga. Keiner spielt eine MP. Die Bots. Also ich habe alles. Wir können, oh Gott, wir müssen sogar los. Das ist echt weit weg. Boah, Zone 3. Da hinten ist ein Auto. Unser Auto. Ja, ich würde das noch nehmen. Ja, hol das mal bitte. Keine weitere Möglichkeit. Ich guck noch mal kurz, ob ich hier noch eine neue Weste und neuen Helm finde, ja. Ja, ich brauche noch einen Helm. Weste. So, hier ist ein Helm. Aber der ist damaged as fuck. Oh, Dreierweste, die ist aber komplett kaputt. Alles klar. Naja, gut, was soll ich auch erwarten? Das ist ein Schlachtfeld. Kannst du mitnehmen, vielleicht kannst du sie mit. Gibt es nicht. Mit ein bisschen Draht reparieren. Oder halt so ein bisschen Nähzeug. Bitte Helm. Das Auto ist voll getankt. Ja, das ist schön. Dann komm mal her. I'm farting to you, bra. So, wo ist der Eingang? So, Leute, wo seid ihr? Komm, ihr seid hier so weit weg. Muruk. Weil ich noch einen Helm suche, aber ich finde gerade keinen. Ich komme. Es wird langsam echt stressig mit Phase 3. Und in 10 Sekunden ist Phase 4. Ja, also Cedric, warte, please. Ja, fahr mal links außen rum zu mir. Ah! Stefan?
Los, komm, komm, let's go. Do you know the way? I know the way. Ah, fuck. Da vorne ist ein besseres Auto. Da können wir gleich umsteigen. This is the way. Hast du Auto markiert? Ja. Noch ein Energy. Stop, stop, stop. Oh, du hast ihn fast gehittet, Alter. Perfekt. So. Okay. Und die einfach mit einer Täuschgranate gekämpft, oder? Ey. Ja, das hat irgendwie funktioniert. Ja, die sieht man so, die sieht man so selten, Alter. Deswegen funktionieren die. Ja. Aber ich habe schon so ein bisschen geahnt, weil nach dem zweiten Mal Schießen von dieser Granate habe ich so gedacht, irgendwie könnte das auch eine Täuschgranate sein. Das ist ja merkwürdig schon. Aber es ist... Ach, die dreckige Kacke, Alter, wirklich. Ich war am Verbände nutzt und die Hand war, die ist ja gerade die ganze Zeit über... Der Ellenbogen war so über dem Stein. Wie dick der Verband animiert ist, Alter. Alter, wirklich die ganze Zeit, ne? Egal, wo du geradeaus durchfährst, du hast immer dann genau... Aus der Dreck, musst du dich heilen. Das Wasser gleich, ne? Vor links ist eine Brücke. Links. Ja, ja, ich... Verbände und so. Ja, wenn du irgendwo geradeaus fährst, dann fährst du immer irgendwo rein und in den Fluss rein. Da ist ein Flieger, Lul. Welche Himmelsrichtung? Oh, die Zone knallt. Die Zone knallt richtig. Sadie. Schaffst du, glaube ich, nicht mehr. Boah, das ist noch gut getickt. Wir müssen unbedingt weiterfahren. Das ist noch voll weit weg. Ja, Moment. Medikit und danach direkt. Ich muss mal gucken, ob es jetzt reicht für ein Medikit. Ich hoffe. Ja, das sollte gehen. Das reicht. Und ich habe noch ein Medik-Verband. Let's go. Stefan, hast du noch Verbände? Ja, ich verbandage mich. Verbandage dich dauerhaft. Let's go. Ich war eigentlich nur gedauert, oder? Boah, das wird so knapp. Das wird so knapp. Zeddy, fahr. Fahr einfach so straight durch. Das ist der kürzeste Weg. Ja, genau, einfach straight durch. Aber durch das Haus, das war mir gerade zu doof. Blütenstein treffen wir. Verbandage mich das letzte Mal. Schaffen wir. Ja, easy. Links war ein Smoke. Außerhalb der Zone. Oh, Scheiße. Ja, das. Handbremse regelt, Leute. Wirklich, Alter. Scheune ganz kurz schnell looten. Und achten, dass hier keiner ist. Ja. Looten, healen und dann go. Hier ist noch ein ganz neuer Einserhelm. Nehme ich besser als der halb kaputte Zweier. Ja, ich spekuliere gerade noch. Oh, Medik ist sehr schön. Okay, wenn ich mehr looten muss, ins Auto und herkommen. Ich hol das Auto. Hol du Auto dann, ich gehe mit Sadie kurz ins Haus. Wenn du noch was siehst, heilungmäßig. Sadie, sag Bescheid. Ja, nee, wenn das Kara. Oh, Rauch ist okay, nehme ich mit. Nee, ich nix, okay. Raus. Let's go. Bin drin. Okay. So, boosten und alles. Da ist ein Stein. Ja, natürlich ist da wieder ein Stein, Alter. Cedric und der Stein. Ach, die. 0,2 Sekunden fertig, ne? Und es ist wieder so ein scheiß Stein hinter in meinem Hügel. Ach, Tiki, ey. Wenn du campst, gibt's keinen. So. Es gibt's nicht genug, ne? Und wenn du fährst, gibt's zu viele. Da drinnen. Also in der großen Hütte. Ich überschlagen würde. Das ist sehr schlecht, dass du. Oh mein Gott, was geht hier ab? Epilepsie. Epilepsie. Oh fuck, Alter. Ach, Digga. Als ob. Lächerliches Meme. Sind die da, Alter? So eine Kacke, Mann. Pimmeln die da hinten im Sumpf ab? Wer geht denn freiwillig in den scheiß Sumpf? Somebody once told me the world is gonna... Fuck. Ey, überall immer, was ne? Was war das? Oh, ich hasse das so. Egal, wo du in die letzte Zone fährst, immer ist überall wer. So eine Kacke, ey. Ich hab selbst im fucking Sumpf gesehen. Pimmeln die da rum. Ach. Ah. Das ist wirklich so dieses... Ah. Oh, ah. Belastung. Ah. Wow. Ah. Oh, fick, ey. Ah. 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 Das Einzige, was nicht von mir ist. Ah, nee. Wow. Das und Stefan. Ada, ada. Nicht gut.
Oh Mann. Ja, Alter. Schade, ne? Was will man sagen? Ach Gott, ja, was willst du sagen? War scheiße, ne? War scheiße. Ja, aber das, gut. Wie zum Pick schaffen es Gegner vor euch, mich rauszuheddern? Das ist ja wirklich schon ein Meme eigentlich. Ja, Pech. Ja, die wollten irgendwie den Fahrer oder dich oder Stefan kriegen und haben Mist. Ich hab den hier wieder gemacht. Während ich. Ja, da wurden wir unsichtbar. Ja. Und dann flog das direkt durch dich durch. Ah, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo auf die Folge und ein Abo auf den Kanal natürlich, ne? Und dann schaut gerne auf Twitch vorbei. Link in der Beschreibung. Lasst ein Follow da. Und ja, tschüss, ne? Ciao.